komplett zerlegt, ist alles raus. Ventile haben wir direkt weggeschmissen, die werden eh nicht mehr gebraucht. Dann ist das jetzt der Moment, wo wir uns das ganze Ding schnappen und einmal rüberbringen, erst im Ultraschallbad versenken und danach nochmal in die Überspülung. So, im nächsten Step, jetzt nehmen wir die Ringe raus. Und schon geht es weiter bei NG Motorsports in Helsen. Tim ist auch wieder dabei. Hi. ihr habt gerade gesehen, es geht mit unserem V6-Kopf weiter. Wir haben ihn schon zerlegt, gereinigt, Ringe ausgespindelt und gefräst. Jetzt geht es heute zum letzten Schritt auf der Fräse. Mhm. Da übergebe ich aber gleich mal an die beiden Herrschaften hier, weil da ist nicht so viel Platz und ich denke, das ist besser, wenn ihr das heute macht. Ja. Das ist unser Michael, der normalerweise von morgens bis abends diese Maschine bedient. Das heißt, der schreibt alle Programme, digitalisiert, baut Spannplatten und fräst für uns. Heute müssen wir die Sitzringtaschen erstellen. Letztes Mal haben wir die auf der Sitzringschneidemaschine ausgespindelt, also erstmal grob den Stahlring entfernt. Und auf der Maschine erstellen wir jetzt die richtige Tasche, um später mit einem gewissen Pressmaß den Sitzring einzusetzen. Können wir uns das mal angucken? Hallo erstmal. Ja. Und der Kopf ist jetzt schon gerüstet. Und wir holen uns individuell für jede Sitzringtasche noch das Zentrum, über diesen Taster, den haben wir, glaube ich, auch in dem Video vorher schon mal kurz gezeigt. Das heißt, der Taster fährt jetzt unten in die Ventilführungsgrundbohrung, tastet einmal rechts, einmal links, einmal vorne, einmal hinten und errechnet sich dadurch das Zentrum der Bohrung. Und man sieht halt auch jetzt, dass die Tasche noch recht unsauber ist, einfach vom Sitzring grob ausspindeln. Und wichtig ist, dass die Tasche ein gewisses Untermaß später hat, dass man den Sitzring mit einem Pressmaß einsetzt, sodass der später im Betrieb nicht rausfällt. So, die Position haben wir jetzt. Jetzt muss ich mal einmal wechseln. Nehmen den Taster jetzt raus, setze hier unser Werkzeug ein für die Sitzringtaschen. Das ist ein ganz normaler Schaftfräser. Müssen wir hier mal zumachen. Wird jetzt ein bisschen feucht. Ihr könnt übrigens ruhig weiterreden. Ja, moderier du ruhig weiter. Ja, also er fährt jetzt zur ersten Sitzringposition und macht dann die Tasche. Das macht er in zwei Schritten. Er schrubbt erst vor und dann behalte ich 1/10 Schlichtaufmaß. Das nimmt er dann im zweiten Schnitt. Wie genau ist diese Bohrung danach? Es sollte schon so auf plus minus ein Hundertstel. Auf ein Hundertstel, okay. Ja. Und könnt ihr danach direkt die Ringe da einsetzen oder muss das irgendwie nochmal nachgehohnt, bearbeitet? Nein, die Bohrung nach der Maschine ist fertig. Die ist so genau, ja, dass wenn der Ring genauso genau ist, das funktioniert? Ja. Okay. Ja, das ist schon zweiter Durchgang jetzt, ne? Geschrubbt hat er eben. Das heißt, jetzt ist er am Schlichten. Nimmt halt den letzten Zehntel. Wie häufig macht ihr an so Köpfen die Ringe neu? Prozentual gerechnet auf alle Aufträge
aus dem Bauch aus würde ich sagen 25-30%. Mhm. Aller Köpfe kriegen größere Ringe, weil eben größere Ventile eingesetzt werden. Also meistens wirklich wegen größeren Ventilen. Ja, und in einigen Fällen eben auch, weil die thermische Belastung später so hoch ist. Mhm. Wir können ja gleich ein bisschen auf die Legierung noch eingehen, wenn es ums Thema Sitzringe geht. Also oftmals, selbst wenn die Ventilgröße beibehalten werden soll, ist der Sitzringtausch notwendig, um einfach ein verbessertes Material später zu haben. Weil die vorher ein Saugmotor gewesen ist und dann auf Turbo umgerüstet wird. Kann so ein Sitzring auch verschleißen? Kann nicht, sondern das tut er tatsächlich. Mhm. Also sowohl ein Stahlring als auch ein später, sage ich mal, ein kupferbasierender Ring verschleißt natürlich über die Zeit. Und da je nachdem, was man für eine Legierung wählt, mehr oder weniger. Man hat ja, das heißt, es gibt aber auch Originalsitzringe, die für so Turbomotoren zum Beispiel gar nicht geeignet sind. Das gibt es definitiv. Ja. Ich glaube, das gab es ja früher, diese Thematik gab es auch früher bei Autos, als so Verbleib getankt wurde und sowas. Ne? Das hätte ich eben, also früher diese Verbleibproblematik, oder dann gab es viele Jahre, das gibt es eigentlich immer noch, diese ganzen Biogasmotoren oder auch Autogasmotoren, LPG. Da gab es ganz viele, die immer erst testen mussten oder gucken mussten, ist mein Motor überhaupt LPG geeignet? Oder weil da ging es eigentlich hauptsächlich immer um die Paarung Ventil und Ventilsitz. Kurze Nachfrage. Was ist bei dem LPG-Betrieb so viel anders, dass der Sitzring da entscheidend ist? Die Temperaturen sind anders, Verbrennungstemperaturen, und man hat überhaupt keine Schmierung mehr. Mhm. Also ein normaler Kraftstoff, der hat immerhin noch gewisse Schmiereigenschaften, die halt ein Gasbetrieb überhaupt nicht mit sich bringt. Und im Biogasbereich kommen noch Verunreinigungen auch noch dazu. Okay, also, das heißt, also eigentlich auch wieder eine thermische Sache als auch mechanische Belastung. Oder? Beides, ja. Ja, jetzt sieht man auf jeden Fall, dass die Tasche schön sauber geworden ist. Aufs Hundertstel stimmt. Und das ist eben genau das, was wir brauchen, um dann den von uns gedrehten Ring einsetzen zu können. Wie ist das, wenn jetzt der Ring von euch reinkommt? Der Übergang zu dem Kanal, der ist in dem Moment schon automatisch perfekt? Nee. Okay. Nein, der Sitzring, wenn wir den herstellen, wird immer mit einem deutlichen Untermaß gefertigt. Also ich sag mal mindestens einen Millimeter. Mhm. Und das wird dann später beim Schneiden des Sitzrings mit rausgenommen. Und dann wird der Durchmesser innen auf den Kanal angebracht. Also das ist quasi späterer Schritt. Da gehen wir dann nochmal drauf ein, wenn die Sitzringe geschnitten werden, da wird dann auch der Übergang gemacht. Ja, genau. Okay, cool. So, das heißt, ihr würdet jetzt hier alle Taschen fertig machen und dann geht es weiter mit Sitzring und Führung. Genau. Einsetzen. Ja. Da ist das Coole, dass ihr dank dieser roten Maschine neben uns auch die Sitzringe und Führung selber herstellt und somit auch so ein bisschen flexibler seid, gerade was so Reparaturen angeht und so weiter, weil sie einfach selber machen könnt. Ne? Ich würde sagen, wir gehen mal rüber gucken. Ja, lass uns das anschauen. An der Maschine passiert das Ganze. Das ist unsere EMCO E45. An der stellen wir quasi auftragsbezogen jede Führung her. Wenn Sitzringe getauscht werden sollen, kupferbasierend, passiert das auch alles auf dieser Maschine. Mhm. Und es ist im Prinzip so, dass wir wirklich die Bandbreite der verschiedenen Köpfe, die wir bearbeiten, ist so groß, dass es gar nicht möglich ist, diese ganzen Führungen einzukaufen. Und vor zig Jahren war ich auch einfach immer unzufrieden mit den Legierungen, die man gekauft hat, weil ich sag mal, für normale Instandsetzungsaufgaben, Form hat mir nicht gepasst. Und so ging das vor vielen Jahren halt los, dass ich auch in Bezug auf Gestaltung der Form und vor allem der Legierung, da ist heute so unglaublich viel möglich, versucht habe, das alles selber zu machen. Und deswegen jede Führung und so weiter, das fällt alles bei uns hausintern hier aus der Maschine raus. Das heißt, die kann Führung und Sitze? Die kann noch viel mehr, aber wir sind voll ausgelastet mit Führung und Sitzen und machen auch viel Lohnfertigung. Das heißt, für Motorsportbetriebe, Instandsetzer, die ein Problem haben, brauchen eine Führung in einem speziellen Übermaß, die es nirgendwo zu kaufen gibt, fertigen wir auch alles hier aus verschiedensten Legierungen. Du sagtest gerade Legierung, das heißt, ihr macht Führung und Sitze nicht aus dem gleichen Werkstoff wie Original? Nein. Sondern besser? Es ist deutlich höherwertig, deutlich teurer. Mhm. Das wird ein Originalhersteller in der Regel nicht drauf zurückgreifen. Im Porsche-Bereich gibt es sehr gute Materialien, aber ich sag mal so, diese Massenmotoren haben meistens sehr, sehr günstige Legierungen, die von den Eigenschaften mit dem richtigen Material weit übertroffen werden könnten. Also ich kann
oder wir können dazu gerne mal einen Versuch machen, weil es immer schwer ist. Man hält was in der Hand. Und ja, toll, was ist das? Was ist das jetzt hier? Sieht gut aus. Also gerade in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit oder so, können wir gerne vorne mal gucken. Mhm. Ich sag mal, so einen kleinen Versuchsaufbau oder so, wo man das einfach ein bisschen illustrieren kann. Und das machen? Klingt auf jeden Fall gut. Okay, dann los geht's. Da ist es auch ein bisschen ruhiger als hier in der Maschinenhalle. Ja, ich habe jetzt gerade die Legierung schon angesprochen. Also Legierung und Form. Erstmal einmal muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Für die Tuning-Begeisterten unter uns, die wirklich so gar keine Ahnung davon haben. Mhm. Hier habt ihr einen Ventilsitzring. Ja, der richtig. Kommt in den Kopf. Da läuft das Ventil am Ende drin. Und hier habt ihr eine Ventilführung. Die steckt hier so im Kopf drin. Aber eine, die vom Durchmesser her. Die müsste passen. Die könnte passen. Die steckt so im Kopf drin. Genau. Und da läuft später das Ventil drin. Ja, der Ring ist jetzt zu groß für das Ventil, aber sag mal, das System sieht dann ungefähr so aus. Also die Führung lagert das Ventil, hält es in der Position, beziehungsweise von oben sitzt der entweder Kipphebel, Tassenstößel, betätigt das Ventil, es öffnet und schließt den Kanal und das Ventil dichtet dann eben über den Ventilsitzring ab. Das heißt, wir können festhalten, die Führung hat die Aufgabe, wie der Name schon sagt, das Ventil zu führen. Plus Wärmeableitung. Wärmeableitung. Ja, so, ich sag mal, 25-30% der Wärme des Ventils wird über die Führung übertragen und die anderen, ich sag mal, rund 70% gehen über den Sitz. Ah, okay, doch so viel. Über den Sitz, ja, die Verteilung ist recht ungleich. Also das geht über den Ventilsitz, wird das abgeleitet. Deswegen sind halt auch die Wärmeleitfähigkeiten enorm wichtig. Sitzring, Aufgabe, weil die meisten Köpfe aus Aluminium sind. Das würde gar nicht funktionieren, dass das Ventil da immer, ihr dürft nicht vergessen, so ein Ventil, 7000 Umdrehungen, Viertakter, öffnet alle 2 Umdrehungen. Das heißt, so ein Ventil geht 3500 Mal die Minute auf und zu. Das schlägt also schon recht stark in diesen Ring rein. Das würde mit einem Aluminiumkopf sonst gar nicht funktionieren. Nein, die Temperatur kommt auch noch dazu. Mhm. Also es ist halt schon wie so ein kleines, super heißes Hammerwerk, was da die ganze Zeit am Laufen ist. Deswegen muss man in einen Aluminiumkopf einen Sitzring einsetzen. Aus welchem Material dann auch immer, aber Aluminium selber funktioniert eben nicht. So ein Auslassventil, glüht das im Betrieb? Das kann auch glühen, klar. Je nachdem, was man für Kraftstoff, du weißt es besser, Kraftstoff fährt, Ladedrücke fährt bei Turbomotoren und so weiter. Ja, also die sind extrem hoch temperaturbelastet. Der Sitzring an sich wird wahrscheinlich aber hoffentlich nicht glühen, weil der einfach die Wärme wieder weitergibt an den Kopf. Ja. So, da sind wir auch bei dem entscheidenden Punkt. Das heißt, ein Standardmaterial gegenüber eurem, ich sag jetzt mal, Tuning-Material, da ist der größte Unterschied die Wärmeleitfähigkeit. Primär die Wärmeleitfähigkeit. Dann gibt es, also wir verwenden insgesamt 5-6 verschiedene Legierungen. Je nach Situation, je nach Motorkonzept. Für den Kunden ist es aber völlig unmöglich, das in irgendeiner Art und Weise auszuwählen. Deswegen gliedern wir das immer, dass wir sagen, wir haben eine normale Bronze. Das ist das, was so ein bisschen gelblich-golden erscheint. Und dann haben wir noch verschiedene Heat-Materialien. Das ist dieses etwas dunklere Material, da ist mehr Kupferanteil drin. Und dann gibt es eben von diesem Heat noch verschiedene Staffelungen. Ah, okay. Und diese Bronze, das ist das, wir haben es, glaube ich, eben schon gesagt, was einem Werksmaterial schon hinsichtlich Schmierfähigkeit und Verschleiß schon bei weitem überlegen ist. Ist aber schon besser als eine normale Stahlführung. Ja, eine Stahlführung, so eine Sinterstahlführung, wie du sie da hast, ist vom Verschleiß her auch ziemlich gut. Aber sobald da viel Temperatur und so weiter ins Spiel kommt in einem Rennmotor, ist das nichts, was du fahren willst. Das funktioniert nicht. Was passiert, wenn es zu heiß wird? Wenn es zu heiß wird, verbrennt ihr das Ventil. Der Sitz verbrennt dir, die Führung kann brechen, porös werden, dann brechen da einfach Stückchen raus und dann ist halt Feierabend. Das heißt, die Paarung, die Toleranz zwischen Führung und Ventil passt dann nicht mehr und das klemmt und frisst und so weiter. Das obendrein, genau. Okay, das heißt, Step 1, Step 2 ist dann halt Bronze, wie es auch in vielen, in welchen Motoren ist zum Beispiel sowas original schon drin? In ziemlich vielen, aber eben nicht in dieser Legierung. Also okay. Es ist auch dieses Oberbegriff Bronze, da draußen sind bestimmt viele Werkstofftechniker, die das noch viel besser wissen als ich. Aber unter diesem Oberbegriff Bronze, da gliedern sich ja hunderte Legierungen drunter. Und da gibt es natürlich dann sehr günstige, die man auch als Bronze einstuft, die sehr billig sind, auch kilopreisbillig sind, aber die eben bei weitem nicht die Eigenschaften. Wir haben
Wir haben Bronzen, die 5-6-fache Wärmeleitfähigkeit haben von, im Vergleich zu einer Originalführung, trotzdem von der Festigkeit, Verschleißfestigkeit höherwertig als ein Stahlsitzring sind. Mhm. Dieses Material ist zwar irrsinnig teuer, aber solche Materialien sind heute erhältlich und das ist einfach nicht klein zu kriegen in dem Moment. Und ein letzter Punkt bei den Führungen ist natürlich auch dadurch, dass diese Führung sowohl auslass- als auch einlassseitig mitten im Kanal steht, wollt ihr die wahrscheinlich auch vom Durchfluss, vom Flow her optimal haben. Und hier sieht man ja schon recht schnell Unterschiede, ob man jetzt diesen fetten Klopper da im Kanal drin stehen hat. Man sieht, wenn man das ist jetzt hier für einen Siebener schafft, wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Bereich hier im Kanal frei steht, sieht man eben, was man für einen geilen Übergang schaffen kann. Vom Ventilschaft zur Führung bzw. zum Kanal. Das ist jetzt eine Sechser, die kriege ich nicht raus, aber die kriege ich nicht drauf. Und man kann sich schon vorstellen, wie strömungsungünstig so ein Apparat ist. Ja, ja. Und wenn man die Führung so auslegt, wie wir das tun, dann ist es oftmals auch gar nicht notwendig, eine Führung zu kürzen. Viele haben früher so die Führung gekürzt. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Jeder, der selber so aus alten Golf- und Saugerzeiten so einen Kopf schon mal bearbeitet hat, der hammerhart Führung einfach weg. Ja. So Fräser reinhalten und zack ist die Führung gar nicht mehr im Kanal. Ja. Was hältst du davon? Finde ich persönlich nicht gut, weil ich weiß, wir haben das oftmals gemessen, der Strömungsunterschied ist entweder gar nicht gegeben von der nicht vorhandenen Führung zu dieser hier oder diese hier ist tatsächlich noch ein bisschen besser, weil der Schaft nicht einfach so komplett ohne Übergangsradius im Kanal steht. Also das ist die bestmögliche Form. Und dann sieht man an der natürlich auch perfekt, wenn man sich jetzt vorstellen würde, wir würden hier die Hälfte von wegnehmen, dann ist natürlich auch gleich nur halbe Fläche da, die Wärme vom Schaft aufnehmen kann. Ne? Krass, okay. Ja, so, die sind also hausintern gemacht hier. Das Gleiche kommt dann natürlich Thema Sitzring noch. Thema Sitzring freue ich mich am meisten drauf, wenn es darum geht, die ganzen Konturen, die später geschnitten werden, wie das da so durchströmt. Das wird später nochmal eine richtig interessante Sache. Jetzt würde ich gerne erstmal sehen, was sie hier wie früher im Physikunterricht vorbereitet. So sieht es aus. Ne? Wir haben uns einfach Gedanken gemacht, wie kann man das mal am einfachsten darstellen, wenn wir solche Stangen für die Maschinen auf Länge schneiden, dann passiert das entweder bei uns in einer Kappsäge, in einer Bandsäge oder teilweise, wenn es schnell gehen muss, nimmt man nochmal eine Flex in die Hand und schneidet so eine Stange einfach auf Länge für die Maschine. Und da fällt es einem halt wieder auf, sobald ich so eine Stange nur mit der Flex abschneiden möchte. Bei so einem Heatmaterial ist das fast gar nicht möglich, die hier festzuhalten und da zu schneiden. Die Wärme, die geht da so schnell durch, dass man sich nach ein paar Sekunden sofort die Finger verbrennt. Und so ein Sinterstahl ist das hier, ist jetzt kein Baustahl, sondern ist auch ein Sinterstahl, aus dem Führungen gemacht werden. Kann ich 3 Stunden dran rumschneiden und flexen und kann den immer noch wenige Zentimeter vom Schnittpunkt anfassen, weil die Wärmeleitung einfach so schlecht ist. Wenn ein Material schnell Wärme aufnimmt, gibt es dann auch die Wärme schnell wieder ab? Ja. Und hier, das war eben so, wir haben lange überlegt, wie macht man das? Macht man irgendein Schnittmodell? Das wird aber alles sehr kompliziert. Ich habe einfach gedacht, wir nehmen mal 2 Materialien. Mhm. Das ist ein Heatmaterial von uns. Das ist ein, ich sag mal, werkseitig verwendeter Sinterstahl. Wir haben zum Schluss Wachskugeln draufgesetzt. Das haben wir mal ausprobiert, weil es einfach ganz schnell veranschaulicht, wie schnell der Wärmegang ist in so einem Material. Und zusätzlich habe ich noch einen Temperaturfühler. Das Ding ist zwar Laser und Infrarot, aber dadurch, dass die Materialien unterschiedliche Reflexionsgrade haben, ist das nicht ganz so genau, wenn ich jetzt mit dem Infrarotlaser das messen würde. Deswegen haben wir hier nochmal so einen taktilen Temperaturfühler dran. Ich habe die Stangen ganz bisschen angebohrt, dass man so ein bisschen ordentlich da drin messen kann. Und ich würde sagen, wir stellen den Brenner mal an. Gucken dann erstmal, wie schnell geht das überhaupt, bis hier so eine Kugel runterfällt. Und dann können wir mal gucken, in dem Moment, wie heiß ist denn die Stange an dem Ende, wie heiß ist die schon geworden. Okay, das heißt, Ziel von diesem Versuchsaufbau ist, euch zu zeigen, wie die unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit von dem Originalmaterial und dem Heatmaterial ist. Ja. Das heißt, wenn alles gut läuft, müsste die Kugel erst schmilzen. Ja. Und es müsste hier wärmer sein als da. Ja, das wäre gut. Okay, wollen wir probieren? So, jetzt schauen wir mal. Mal versuchen das. Wollen wir den noch mal irgendwie gesondert hier drauf ausrichten? Nö. Nee? Nö. Okay.
So, jetzt wollen wir das mal versuchen, möglichst fair. Überprüft das nochmal kurz hier. Ja, das sieht gut aus. So, und wichtig ist natürlich, dass wir jetzt beide Kugeln im Blick haben und sehen, wann, wie, wo, welche Kugel als erstes schmilzt. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das... Ich möchte einmal die Flamme überprüfen. Ich glaube, die Flamme wirst du weiß nicht... Gar nicht. Genau, die Reflekt. Du kannst höchstens das Metall vorne... Ja, merkst du schon, der springt dann so schnell. Ja. Mal gerade fühlen. Ja, also das ist jetzt schon an dem Punkt, wo ich es nicht mehr anfassen kann. Und hier kann ich theoretisch jetzt festhalten, machen, was ich will. Wenn die Wachskugel rechts gleich fällt, dann versuche ich mich mal zu beeilen, dass wir die Temperaturen in dem Moment... So, ich habe hier jetzt die untere Temperatur, das ist der taktile, also die 25 Grad. Hier ist eigentlich noch überhaupt nichts passiert. Muss ich einmal durchs Bild. Jetzt versuche ich mal in diese. Man kann übrigens auch hinter der Kamera lang gehen, Tim. Euer Werkstatt ist recht groß. Ich bin ja noch kein Profi. Guck, zack, weg ist sie. Also die ist jetzt weg und in dem Moment. Habe ich hier immer noch keine 30 Grad. Wenn ich jetzt hier messe. Oh ja. Ja, steigt, der muss die Temperatur erst annehmen. Okay, also guck mal, da haben wir schon 68 Grad, 70 Grad. Ja, und steigt schnell und ich bin hier, also hier ist noch nicht mal handwarm, das Ende. Ich kann ja noch mal schnell anhalten. So, wie gesagt, die untere Zahl der zählt. Der kühlt sich sogar ab, ne? Guck mal hier, wir haben noch erst 32 Grad, 31 Grad. Da passiert... Das kann man natürlich jetzt weiter laufen lassen. Jetzt gucken wir nochmal hier. Oh, man sieht es hier auch schön. Man sieht auch schön, wie der Stahl auf der Seite schon richtig, richtig heiß ist. Ja, hier schon verfärbt. Aber die Temperatur nicht weitergeht. Die Temperatur hier aber stehen bleibt und nicht weitergeht. Und hier zieht es sich. Ah, und hier sind wir halt jetzt schon über 100 Grad. Weit über 100 Grad. Und da kannst du, glaube ich... Noch mit der Hand anfassen, dann merkst du gar nichts. Du kannst selbst hier noch vorsichtig anfassen und... Okay. Tja, krass. Also, Heatmaterial, Wärmeleitfähigkeit deutlich, deutlich höher. Das heißt jetzt einfach sinnbildlich gesprochen, an der Stelle würde sich jetzt unser Zylinderkopf befinden, mit dem Wassermantel, mit dem Kühlwasser, was durch den Kopf läuft, und würde einfach diese Wärme, die in der ganzen Führung steckt und im Sitzring steckt, jetzt einfach durch das Ableiten. Wasser wieder rausziehen. Ja. Perfekt. Ich denke... Das war auf jeden Fall cool. Da haben wir schon recht viel geschafft heute. Mhm. Gerade in Bezug auf, jetzt wissen die Leute endlich mal, um was es bei Führung und Sitzen eigentlich geht. Ja. Der interessante Teil kommt im nächsten Video, denn da werden wir Führung und Sitzringe herstellen. Mhm. Und dann geht es wahrscheinlich weiter, diese Führung und Sitzringe in den Kopf reinzumachen. Ne? Einzusetzen und danach die Ringe zu schneiden. Aber sagtest du mit Kontur und... Ja, dann danke Tim, dass du dir Gedanken gemacht hast zu dem Versuchsausbau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.